Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. So langsam tun mir die Nachbarn wirklich leid. Weil ich bin so ein Typ, ich rede echt laut in letzter Zeit. Okay, das ist Kelleck. Um es ganz kurz zu erklären, ne, ich habe wirklich sehr lange kein TikTok-Video hochgeladen. Um genau zu sein, einen Moment, ich schaue kurz in meinem Protokoll nach. React Zone, der Kek. Das letzte TikTok-Video ist 2 Wochen her. Wow! Und ich muss echt sagen, so die letzten Tage, wo ich quasi nichts für TikTok-Cringe gedreht habe, aber auf TikTok unterwegs war, war ich wieder echt kurz davor, mir die Haare rauszuziehen. Bevor es losgeht, muss ich euch ganz kurz was erzählen. Das fand ich einfach lustig. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine E-Mail bekommen. Guten Tag, Dennis. Ihr Paket wurde an ihrem bevorzugten, sicheren Ort hinterlegt. Wollt ihr mir sagen, dass es sicher ist? Die legen das Paket einfach vor die Tür. Aber es ist natürlich sicher. Ich meine, wenn ich als fremde Person, die nicht zu der Nachbarschaft gehört, in ein Treppenhaus trete und zufälligerweise ein Paket sehe, was einfach steht, nehme ich es natürlich nicht mit. Krasses Lob auf jeden Fall nochmal an Paketboten, der da irgendwie 90% vom Bild mit seinem Finger verdeckt hat. Weil immer so viele fragen, ob ich die von Tini Mütter bin. Ja. Sicher von Tini Mütter oder Tina Väter? Ich bin die von Tini Mütter. Hi. Hi. Hier bin ich. Alles klar, hier bist du. Kann mir irgendjemand erklären, was das bitte für ein Trend ist, dass man sich den Finger oder die komplette Hand oder was weiß ich für einen Gegenstand in den Mund schiebt und irgendwie einen Wirkreiz erzielen will? Verstehe ich nicht. Kapitalisch profitieren. Ich komm mit 6 Messern rein, so wie Wolverine. Mein Kuku-Team ist bei ich verteid paar Schellen. Bruder, was soll ich dazu noch sagen? Hoffe, ihr feiert es auch, wenn ich auch mal normale Sachen mache. Wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich, was ist denn nicht normal? Wenn du als Frau Kurven hast. Okay. Und falls jetzt irgendjemand behaupten wird, ey, die wollte doch nur ihre Oberweite zeigen. Wollte sie nicht. Sie ist ja nicht so eine. Sie wollte lediglich nur ihren Hund, der an der Stelle gar keinen Bock darauf hat, mit reinnehmen. Das war's. Der Hund schaut schon auf den Boden, er denkt sich, Digi, lass mich runter. Ali Hakim, der lebt noch. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen Winterschlaf hinter mir, weil ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass der Typ überhaupt noch unterwegs ist. Also ich versuche ja auch ab und zu ein paar Ecken so zu sparen. Aber ich muss sagen, wenn ich so eine Hose sehe, dann kann ich mir vorstellen, da brauchst du ja gar nicht mehr wirklich sparen, weil die war umsonst. Da fehlt der Stoff. Junge, die rechte Seite ist ja komplett auf. Ich stell dir vor, du ziehst so eine Hose im Winter an, Bruder. Dann, kalt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Locken, so ein Milchbubi-Bart, hier ein Strich drin und dann noch geschminkt. Ich will irgendwas gerade werfen. Ich bin müde von allem, dem Leben und allem. Wäre da jetzt noch einmal allem, dann wäre ich euch aufgestanden. Ich schick dich schlafen ab, Baby, mit Kondor auf Leber und Hacken auf Schnitte. Dachtest du... Bruder, kann das sein, dass die auf TikTok langsam echt alles fühlen? So, wortwörtlich 100% dein Herz rausreißen. Deutsche Mädchen haben kleine Lippen. Ich bin mal gespannt. Krank. Also das ist wieder so ein Video, das muss wirklich, das muss viral gehen. Weil das ist einfach sowas von interessant. Also ich muss echt sagen, hätte ich das Video heute nicht gesehen, hätte ich nicht ruhig schlafen gehen können. Du bist auf meinem Level, Boy, move. Move. Komm. Oh mein Gott, meine Frau heimlich mal Doppel-L beim Tanzen gefilmt. Ich liebe dich. Bruder, ich schwöre, ich dachte, es wäre ein Junge. Ich dachte, es wäre ein Junge. Aha, Helal. Bisschen so runterziehen und so. Na, ich hab's gesehen. Also muss ich echt sagen, großes Lob. Krieg den Helal-Stempel. Jungs, ihr seid doch nicht jetzt ernsthaft aus dem Zug ausgestiegen, um das zu machen. Könnt ihr nicht warten, bis der Zug weg ist, weil das ist doch pur Fremdscham. Ich glaube, jeder, der im Zug saß und rausgeschaut hat, hat sich einfach die Stirn kaputt geklatscht. In die Fresse, was ich bin nicht eingeladen, hast du selber Schuld. Aber ich muss echt sagen, ich habe wirklich Angst vor dem. Und ich hoffe natürlich nicht, wenn wir uns irgendwann sehen, dass ich... Es ist gerade so schwer für mich. Ich hoffe natürlich, wenn ich ihn irgendwann auf der Straße sehe, dass er mir nicht so einen Kick gibt. Lukas, oder wie du auch immer heißt. Dennis. Warum? Wenn du auch Lukas heißt in Wirklichkeit. Ich heiße Dennis. Lösch das Video. Verstanden? Welches Video meinst du? Du hast ihn erstens nicht gefragt, ob du das machen kannst und drittens... Ach, ich popel auch kurz ein bisschen. Lecker. Man macht sich nicht über andere lustig. Jeder hat seine Macken, seine Fehler, seine Ecken und Kanten. Ja, hier ist eine Ecke. Macht man überhaupt nicht. Echt nicht. Und bring mich bitte nicht
zum Überkochen. Also meine Mutter sagt immer, wenn die Nudeln überkochen, dann soll ich einfach mal kurz den Deckel abmachen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bei dir den Deckel abmachen kann, dass du nicht überkochst, aber tu es bitte nicht, Michelle. Das wünscht sich keiner. Dann werde ich wirklich ungemütlich. Richtig ungemütlich. Ja, das Ding ist, dieser Stuhl ist auch in letzter Zeit voll ungemütlich. Der quietscht auch voll. Ich nehme am besten mal ein Kissen, das ist viel gemütlicher. Boah, Michelle, geil. Der ist wirklich, ist gemütlicher jetzt. Ja, wenn es um meinen Freund oder um meine Familie geht, dann hat derjenige ein dickes Problem. Oha. Aber ein Riesenproblem. Weil das macht man einfach nicht. Ich finde es auch nicht richtig. Überhaupt nicht. Also bitte ich dich, lösch das Video und lass ihn einfach in Ruhe. Bitte. Danke. Oh, Bruder. Ich schwör, weil ich habe mich gerade unnormal erschrocken. Ich habe doch das Kissen zurückgeworfen, ne? Und das Kissen ist direkt auf meine Flasche geflogen. Die Flasche ist umgekippt und ich dachte, jemand ist in mein Zimmer gekommen, wo ich heute alleine bin. Bruder, mein Herz! Oh mein Gott, Michelle. Oh mein Gott, siehst du geil aus, Michelle. Digga, warte mal ganz kurz, ich muss den sauber machen. Also ich muss echt sagen, heute habe ich so echt meine ADHS-Phase. Aber muss auch mal sein, oder nicht? ADHS lässt grüßen. Habt ihr schon meine Socken gesehen? Zack. Warum rot? Kombiniert gut. Nicht mit einem Outfit-Teil, sondern mit der Hand, die jetzt gleich blutet wegen diesem Schlägen, Alter. Hallo? Servus. Boah, du hast mein Leben genommen. Warum? Du hast während der Aufnahme angerufen. Sorry, Bruder. Bruder, ich verfluch dich gleich. Du bist zu Hause anscheinend, ne? Nee, Bruder, ich dreh grad am Bahnhof. Weil ich brauch eine Speicherkarte und du hattest ja meine. Deswegen. Meldest dich jetzt in der Speicherkarte und hast mein ganzes Video zerstört. Saç fırından bir tel aldım. Haberin var mı, haberin var mı? Yar yar. Jo, wie lange geht das? Ach, Bruder, ich wollte gerade mit der Tür auch nicht hören. Also ich muss echt sagen, das war schon, wenn man überlegt, ein ganzes Album von dem einen oder anderen Rapper. Bruder, wenn ich irgendwann heiraten sollte und du so auftauchst, dann fährst du bitte wieder zurück. Stellt euch einfach mal vor, ich heirate, ich ziehe mich im Anzug an, die Frau zieht sich in so einem Hochzeitskleid an, die Gäste ziehen sich auch in einem Anzug an, die Männer, und die Frauen ziehen sich halt elegant an. Und dann kommt Burak durch die Tür mit einem Hochzeitskleid und direkt wird dann das Gerücht rumgehen, dass ich meine Frau betrüge, weil da noch eine Frau ist mit einem Hochzeitskleid. Und wenn mir jetzt wirklich jetzt noch einer sagt, TikTok ist keine Cringe-Plattform, dann drehe ich komplett am Rad. Bitte, geht nicht auf die App. Weil guck mal, wenn ihr essen würdet, stellt euch mal vor, ich würde jetzt gerade in dem Moment essen. Und ich würde sowas sehen. Bruder, mir ist schlecht, ich schwöre. Das Internet vergisst nie. Stellt euch mal vor, der hat ein Bewerbungsgespräch und das Bewerbungsgespräch läuft gut. Und am Ende sagt der Chef, ach ja, an sich sind die Kriterien erfüllt. Aber was ist das? Sieht aus wie Eis. Es riecht wie Eis. Es schmeckt wie Eis. Ich glaube, das ist ein Döner. Manchmal muss man sich im Leben einfach die Zeit nehmen und einfach mal ein bisschen über das Leben nachdenken. Was soll das jetzt? Junge, das ist doch langsam echt unangenehm. Das ist die Bezeichnung von Cringe. Ich glaube, für den saftigen Abschluss machen wir das mal so. Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen. Da hat mir jemand gesagt, ey, ich habe einen Diss-Track gegen dich gemacht. Dachte ich mir, okay. Und das Video habe ich jetzt gespeichert. Wir hören uns das mal an. Dennis, falls du das Video siehst, ich will mal kurz was sagen. Der Diss-Track ist nur zum Spaß, also nimm es nicht so ernst. Ich habe es nur zum Spaß gemacht. Okay, hast du schon erzählt, dass du es aus Spaß gemacht hast? Es ist nicht gegen dich. Also es ist jetzt doch kein Diss-Track gegen mich. Diese Beleidigung in dem Diss-Track nimmst du nicht so ernst. Ich hoffe, du regierst auf dem Video. Ich regiere drauf jetzt. Guck, ich regiere drauf. Würde mich auf jeden Fall echt freuen und ja.